Ja, hallo Leute, in diesem Witz seid ihr live dabei, wie ich das neue Ninjaflex-Material ausprobiere. Leider musste ich das Video nachvertonen, weil bei der Aufnahme was schiefgelaufen ist. Ja, ich benutze meinen Ultimedia 2 und wie gesagt das Ninjaflex-Material. Die Druckplatte hat 40 Grad und der Druckkopf 230 Grad. Hab eben die Platte ein bisschen mit einem Schwamm und Wasser gereinigt, gleich noch ein bisschen trockenwischen. Ich drucke immer direkt auf die Glasplatte und benutze weder Spray noch irgendwelches Tape oder irgendwelchen Kleber. Ja, Druckplatte und Kopf, die heizen jetzt auf einen Augenblick und dann geht das auch gleich mit dem Druck los. Die Druckplatte fährt jetzt hoch. Und der Drucker fängt an zu extrudieren, das heißt, er fängt an, Material durch die Düse zu drücken. Ja, der Drucker fängt jetzt mit der ersten Schicht an. Mich hat gewundert, dass die erste Schicht zu dünn ist, aber ich denke, das lag an der Einstellung von Simplify 3D, denn dieses Programm habe ich als Slicer-Programm benutzt. Aber wie gesagt, das ist der allererste Druck mit dem Ninjaflex-Material und ich denke, es müssen noch einige Einstellungen getan werden, damit das Optimum erreicht wird. Aber mit dem ersten Druck, was ihr am Ende dieses Videos sehen werdet, bin ich schon recht zufrieden und ich habe gedacht, dass das nicht so gut wird. Bin also echt überrascht. Ja, hier beginnt jetzt der eigentliche Druck des Dampening-Pads, also des Dämpfungspads für meinen kleinen Race-Quad für die Motoren. Und wie ich jetzt in diesem Video auch gesehen habe, das kann man ja super als Lupe nehmen sozusagen, ein Video, drückt der Drucker noch ein bisschen viel Material aus der Düse, was man hier sehen kann, und es wird an der Seite rausgequetscht, also es wölbt sich so an der Seite raus. Das heißt also, ich muss irgendwie den Vorschub des Materials ein bisschen vermindern. Oder ich denke aber eher, ich werde die Temperatur ein bisschen runtersetzen. Denn es ist immer gut, mit so wenig Temperatur wie möglich zu drucken. Da, er druckt nur eine ganze Zeit vor sich hin. Und ich muss ehrlich gestehen, ich könnte so einem 3D-Drucker stundenlang zuschauen, denn irgendwie ist das wie Meditation. Wie er so seine Bahn zieht von links nach rechts. Und man kann auch hier gut erkennen, oder man kann es eigentlich schlechter erkennen, dass die Leerfaden, das heißt also die Faden, wo er nicht druckunwahrscheinlich schnell sind, denn ich habe diese Leerfaden auf ungefähr, glaube ich, 220 mm pro Sekunde eingestellt. Und die allgemeine Druckgeschwindigkeit, also das ist die Geschwindigkeit, wo er wirklich druckt, die liegt ungefähr so bei 15. Die schnellen Fahrten, die verhindern also, dass der Drucker Fäden zieht. Und je schneller die Leerfaden sind, umso besser ist es. Denn ich drucke ohne Retraction zurzeit. Ja, der Druck, der ist jetzt schon etwas fortgeschritten. Und mich fasziniert immer, wie schnell dieser Unimaker 2 Plus doch diese Leerfahrten macht. Und ich glaube, es geht noch schneller. Also das ist eben der Vorteil eines Bowden-Extruders, dass der Druckkopf sehr leicht ist und dass der Druckkopf sehr schnell werden kann. Ja, hier nochmal ein paar Infos. Also es ist eben das Ninjaflex-Material, das sehr weiche, sehr flexible. Druckgeschwindigkeit liegt bei 15 mm pro Sekunde und die Leerfahrtgeschwindigkeit liegt bei 230 mm pro Sekunde. Die Schichthöhe ist auf 0,1 mm, also ein Zehntel eingestellt. Die Bildblättemperatur, die beträgt 40 Grad und die Druckkopftemperatur ist auf 230 Grad eingestellt. Der Drucker ist jetzt fertig und ich finde, das Ding sieht gar nicht schlecht aus, aber das werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Ja, genau. Erstmal anfassen. Nee, Hallmann, kriegst du nicht ab. Klebt echt fest. Also das Material, das macht überhaupt keine Probleme, auf der Druckplatte zu haften. Wie man sieht, ich krieg's so nicht ab. Ja, und wenn nichts geht, also ein Spachtel geht immer.
Moment hat es auch geklappt. Also damit habe ich auch das Teil abbekommen. Leider habe ich die Unterseite ein bisschen beschädigt. Also muss ich halt beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Klebt also wirklich sehr gut fest. Ja, hier ist es nun das Endergebnis. Ich finde, das sieht für den allerersten, also wirklich der allererste Druck, sieht das überhaupt nicht schlecht aus. Und hier kann man auch sehen, wie flexibel das Material ist. Die Unterseite ist nicht ganz so schön geworden, wie ich mir das gewünscht hätte, aber das nächste Mal wird sicherlich besser. Nochmal eine Nahaufnahme. Hier kann man auch noch sehen, genau sehen, dass der Extruder, dass die Düse ein bisschen Material an der Seite rausdrückt. Also da werde ich die Temperatur noch ein bisschen runterfahren und vielleicht den Materialvorschub ein bisschen verringern. Ich muss das mal austesten. Ja, meine Lieben, das war es für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was ich denn so im 3D-Druck getrieben habe die letzte Woche. Ich sage bye bye und tschüss.